Im Video geht es um einen Umkreis bei einem Dreieck. Wir haben ein Dreieck, A, B, C jetzt in dem Fall. Du nimmst den Zirkel, beliebiger Radius, steigst beim Eckpunkt ein. Radius nicht verändern, das ist ganz wichtig. Und dann kommst du zwei Schnittpunkte über. Die Schnittpunkte benennen wir und die verbinden wir nachher. Und so haben wir die erste sogenannte Mittelsenkrechte von der Seite A zeichnet. Dasselbe machen wir mit der zweiten Seite, in unserem Fall mit der Seite B, wieder beliebiger Radius, Radius nicht verändern, gibt wieder zwei Schnittpunkte, die benennen wir und verbinden wir und so erhalten wir die Mittelsenkrechte von der Seite B in dem Fall. Der Schnittpunkt von der Mittelsenkrechte im Dreieck ist gleichzeitig der Umkreismittelpunkt. Jetzt machen wir noch zu einem Eckpunkt Radius einzahlen. Nehmen das in Zirkel und kann den Umkreis zeichnen. Wir halten also fest, beim Dreieck ist der Umkreis der Schnittpunkt von der Mittelsenkrechte.